Jetzt wird es sehr mysteriös, ein wenig retro und vor allen Dingen sehr, sehr pixelig und niedrig aufgelöst. Aber spektakulär. Bleibt dran, jetzt spielen wir Parat und den Rest kann ich leider gerade nicht lesen. Paratopic ist der Name. Ich wollte jetzt auch keinen falschen nennen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, das euch vermutlich nicht gefallen wird, weil es ein bisschen weird ist. Aber ich mag weirde Spiele und ich hatte mir das damals für Last Call, hatte ich das mir geholt. Und ich glaube, das ist noch gar nicht so, ich glaube, es ist sehr kurzfristig erst raus. Und wollte das mal spielen, Last Call. Da ich jetzt aber aktuell erstmal keinen Last Call mehr mache, weil ich persönlich es für sinnvoller halte im Moment, wenn ich die Spiele einfach einzeln spiele, weil es bringt am Ende tatsächlich mehr Videos, mehr Klicks und irgendwie sehen das dann mehr Leute und irgendwie geht's mir ja darum, ne? Deswegen werde ich jetzt einzelne Spiele immer spielen und werde jetzt anfangen mit Paratopic, das mir sehr gefällt, zumindest da ich vielleicht darüber gelesen habe. Ich habe selbst noch nicht so viel gespielt. Natürlich nicht, es soll ja blind sein. Und deswegen viel Spaß jetzt. Ist ein atmosphärisches Spiel und fängt schon sehr weird an. So viel kann ich euch gleich sagen. Ups. Was jetzt? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Then why did the concerned citizen feel the need to warn us about you? Ich sag mal lieber nix. Ich würde meinen Anwalt gerne sehen. Am I being detained? Just tapes, man. Okay. Das ist schon mal ein starker Anfang. Wir sind hier in einer pixeligen Half-Life 1 Engine-Welt. Das soll aber so sein. Die Musik ist fantastisch. Und ich liebe es, wenn in Spielen aus der Ego-Perspektive solche Schnitte aus filmischer Sicht auftauchen. Das hat mich sehr erinnert jetzt an 30 Flights of Loving, was wiederum ein Spiel war, was ja. Okay, also ihr seht schon, ne, die Optik, die Synchro, alles ist total weird und crazy. Warum ist da draußen einer also hier drin ist der Diner für die Menschen, da draußen ist der Diner für die Raben, ein Fressen für die Geier. Was ich kurz sagen wollte, 30 Flights of Loving war ein Spiel oder ist ein Spiel, das ihr euch gerne mal angucken könnt. Ich find's fantastisch, aber nicht jeder findet's so gut. Mir gefällt's richtig gut. Und das war ein Spiel, das vieles anders gemacht hat, was so die Präsentation eines Spieles aus der Ego-Perspektive angeht. Da gab es zum Beispiel dann sowas wie Schnitte mittendrin, was sehr verwirrend ist, wenn man eben spielt und plötzlich ist ein Schnitt und es passiert etwas 10 Minuten später und wieder ein Schnitt und man ist in einer Verfolgungsjagd, wieder Schnitt, man wird irgendwie angeschossen, wieder Schnitt. Ne? Also so sehr interessante Art, finde ich, das Ganze mal anders zu sehen. Und warum ich das erwähne, ist 30 Flights of Loving war. Ich höre gleich auf. Ich will es einmal kurz sagen. Das war ein Titel, der wiederum Stanley Parable, den Entwickler, inspiriert hat, Stanley Parable zu machen.
Und danach kam Beginner's Guide. Also, ihr seht schon, die Dinge sind oft so, die Ideen sind oft miteinander verwoben. Und das hier finde ich, also allein schon wegen seiner, guck mal, wie geil seine Gesichtstextur sich so verändert. Und das soll natürlich so sein. Was genau, was passiert hier? Wer sind wir? Why me? Ich lese das jetzt nicht vor, weil ihr könnt das ja lesen. Es ist schon, wird immer näher, gleich bin ich in seiner Nase. Okay, ich habe mich ein bisschen geirrt. Ich dachte, das wäre erst vor kurzem rausgekommen, aber viele von euch meinten, das wäre schon ein älteres Spiel. Ich habe diverse Spiele gekauft und habe das dann wohl verwechselt, aber ist ja auch letztendlich egal, ne? Okay. Ach, ich habe die ausgemacht, okay. Also gerade diese Schnitte im Spiel machen es unglaublich schwer zu verstehen, was da eigentlich abläuft, aber gleichzeitig, und das gefällt mir so an der Idee, bringt es eben dieses Filmische rein, weil wir das natürlich so kennen, dass geschnitten wird und dann während des Schnittes Zeit vergeht, Montagen etc. Und in Spielen hat man das ja häufig nicht. Da hast du das meistens als Cutscene oder in irgendeiner Form als Trainingssequenz, die man selbst spielt. Aber eben selten hat man Schnitte aus der Ego-Perspektive. Das sehe ich sehr, sehr selten. Und die Idee finde ich immer noch toll. Mich wundert echt, warum viele Spiele das nicht machen. Also, für mich ist das eine ganz neue Art, ein Spiel zu spielen. Also, man ist dann wirklich eine Figur in einem Film und nicht eine Figur in einem Spiel. Das meine ich. Ich gehe rein und bin schon oben. Das muss man ja auch erstmal alles verstehen. Da ist was abgesperrt, da steht jemand. Ich finde gerade diese Pixeloptik macht es irgendwie sehr stilsicher. Ah, da sind die Tapes. Nein! Meine Tapes! Oh, Carl.
Jetzt habe ich es wahrscheinlich doch gegeben. Eine gute Frage, warum reden alle wie Salad Fingers? Tja, da habe ich vor kurzem bei Just a Film Theory, hier, wie heißt der? Film Theorist, genau, hier. Ach, ich hab vergessen, wie er heißt. Da gibt's ein sehr schönes Video zu den Hintergründen von Salad Fingers. Also, was die einzelnen Folgen bedeuten, weil da kamen jetzt erst vor einigen Jahren, kamen die letzten Folgen überhaupt erst raus. Und ich weiß noch, dass ich das bei Giga gesehen habe. Also wirklich, das war eine ganz andere Zeit. Ach so, ich muss das hier manuell machen. Ach, ich kann lenken! Weil ich gerade immer noch die Salad-Finger-Diskussion sehe. Ja, die letzten Folgen waren nicht so wie die davor, aber deswegen solltet ihr euch wirklich mal diese Zusammenfassung angucken, was das eigentlich alles bedeutet. Das ist mega deep und hat mega die Bedeutung. Und das Schöne ist, dass ja wirklich vor 10, 15 Jahren die Originalfolgen ersten rauskamen und erst jetzt durch die neuen Folgen sozusagen die Story verständlich ist. Also, wenn man sich, sag ich mal, auf diese Bilder, die gezeigt werden, einlässt. Also mega interessant. Ich weiß noch, wie es war damals. Fand ich mega creepy und aber auch geil. Und dann hast du irgendwie die ersten 5, 6 Folgen geguckt und dann war es für mich irgendwann vorbei. Und jetzt habe ich das alles noch mal im Nachhinein total verstanden. Und das ist mega interessant. Also empfehle ich euch echt. So, ja und nu? Muss ich denn hier noch mehr machen? Ich habe Angst, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Ist das schon eine sehr triste Welt, in der ich mich hier befinde? I have to tell you that I met one of my good playing friends. Ah, ihr habt recht. Wo ist die Kiste hin? Wo ist die Kiste hin? Ihr habt völlig recht. Okay. Chips. Well, I mean, you're on a home.
Ja, das ist okay, ich sehe schon, das ist von Däniken Buch, ne? Erich von Däniken. Ja gut, lass ihn doch glauben. Lass ihn doch glauben, was er will. Oh, der zweite Punkt ist interessant. Okay, ich sehe schon, wir haben ihn argumentativ gleich in der Zwickmühle. Ich lüge, weil ich es gerade kann, mache ich mal. Wir Waffelvolk. Lügen oder Lügen? Ich sag gar nichts. Und schon geht's wieder weiter. Nice, ey. Wieder Cybertruck. Grüner Cybertruck. Und jetzt, da ist die Kiste wieder. Hier ist der Fotoapparat und es ist Tag. Aha. Da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben. Das ist ja ein bisschen wie das Spiel, was ich gerade eben gespielt habe. This Land is My Land. Wenn ich jetzt hier reingehe, na, sieht nicht so aus, als ob das geht. Was mache ich hier? Was ist der Plan? Na, warum nicht? Mein Auto. Goldene Mitte ist natürlich auch mega wichtig. Schon noch hier mit der Sonne. Hammer. Rule of Three. Was wäre hier noch geeignet? Da. Hier, so. Hammer. Der beste Fotograf. Ich gehe da einfach mal rein. Vielleicht muss ich da ja hin. Das ist überraschend idyllisch, auch wenn es aussieht wie ein furchtbarer Titel aus den 90ern. Das ist, haben sie gut gemacht irgendwie. Ah, hier hat ein Penner gepennt, aber nein, hier ist ja ein geheimer Durchgang. Machen Sie auf! Machen Sie auf, Polizei! Ich habe Fotos gemacht, ich komme wieder! Okay. Wie das innerhalb kürzester Zeit total mysteriös und spektakulär geworden ist, was
was die Umgebung und so angeht, okay, dann will ich da runter. Ich meine, das ist jetzt halt echt was man sich gut überlegen sollte eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, als würde mich etwas da runterziehen. Aber ich komme nicht hin. Warum? Ich kann auch nicht springen. Nee. Vielleicht kann ich irgendwas anmachen hier. Kann aber auch nicht einfach runterhüpfen. Aha, das wurde gelb. Warum, frage ich mich. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich hier wieder weg soll oder ob ich einfach nur irgendwas falsch mache. Ich will da jetzt aber runter. Jetzt will ich da halt einfach runter, ne? Das ist irgendwie... Na, okay, ich sehe schon, die Leiter geht gar nicht. Ja, okay. Da hätte ich mal genauer angucken können. Na gut, dann gehe ich da halt nicht hin. Wenn ihr mich nicht wollt... Boah, wie soll man denn hier irgendwas erkennen? Man hier noch weiter kann oder ob ich tatsächlich irgendwo da runter muss. Ja, wirklich nichts. Jemand meinte gerade, der Flur im Kellergeschoss ging noch weiter. Da werde ich gleich noch mal reingucken. Sollte sich mein Verdacht erhärten und hier nichts mehr Aufregendes sein. Kann ich da auch einfach weiter? Okay. Was genau ist hier das Gelbe? Der Ast hier? Moment, da war doch noch was. Da war doch eben noch was. Oh, jemand sagt gerade, dass es die Vögel sind. Kann das sein? Ich sehe hier gar nichts. Das ist teilweise so hell. Ja, ihr habt recht, sind die Vögel. Ah, ich bin ein Birdwatcher. Naja, gut.
Das erinnert mich sehr an das Knarzen der Türme in Far Cry 4, 3, ich weiß es nicht mehr, wo man so schön hochklettern kann. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Kann ich da vielleicht lang? Who's sorry, girl. Against his wall was Cole Kellerin. Yeah, yeah. Stu Kalarek. It's Tad Tarakal. Not a relic. Tellerin. It's a King Tellerin to come on. Jetzt wurde es aber gerade interessant. Gerade an der Stelle, als ich alle Vögel scheinbar fotografiert hatte, weil unten rechts die Punkte alle da waren und ich diesen langen Gang eigentlich gerne noch weiter gelang gegangen wäre. Jetzt ist die Waffe auch schon wieder weg. Ständig verschwindet hier was. Man kann ja wirklich die Hand, die Augen nicht vom Sitz nehmen. Yeah, they paid. This is a call. They paid a call. It's a call can. It's all gold where it's color. But the monster told color came to home. Sie wieder da. Okay, ich guck nochmal weg. I mean, what did you wall over it or from? I don't know. I don't. Call can and so you got this call and it's like, yeah. I just will call. Exit. Call call it. It's a. Man, it's so cool. It's cool. Yeah. Now, a call to come up here and a call. So, we're all, it's all going to call. And, hey, though, got some other. Hypnotisch. Dieses Dahinrollen. In eine unbekannte Zukunft. Wie der Anfang von Terminator 2. Ja, ich nehme an, dass ich einfach weiterfahren muss, oder? Ich weiß es ja nicht. Jetzt ist er wieder weg. Der ständig erscheinende und wieder verschwindende Koffer. Der macht mich wahnsinnig. Jetzt ist die Waffe wieder da. Was heißt das? Was heißt Waffe? Was heißt Koffer? Ich wusste, dass das passieren würde. Ja, jetzt bin ich wieder hier und ich kann wohl auch wieder fotografieren. Ich habe aber schon, wie man sieht, alle wichtigen Fotos gemacht. Oder? Ja. Ha, irgendwas ist hier doch ungewöhnlich mit den ganzen Containern. Aber die sind hier scheinbar einfach so hingelegt worden. Okay, ich kann hier nicht weiter. Ich dachte, das wäre der Weg, aber ich muss wohl in die andere Richtung. Also die Musik ist, oder der Score ist sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Was? Jetzt, warum sind hier Lampen? Oh, sagt das jemand gerade? Ja, auf den, ihr habt recht, auf den Containern ist dasselbe Symbol wie auf meinem Koffer.
Ja, ihr habt es richtig gesagt im Chat, das sind wahrscheinlich Kameras, so sehen die ja auch aus. Ich fotografiere zurück. Oh nein, hier kann ich nicht hoch. Ich kann nicht springen. Oder doch? Nein, ich kann einfach nicht springen. Ja gut, aber was ist dann hier die Aufgabe? Ach, ich kann hier doch weiter. Es endet auf jeden Fall jetzt hier. Ist natürlich ein bisschen verwirrend, soll ja auch verwirrend sein. Ich habe das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch, aber... Irgendwo wird schon eine Leiter oder irgendein... Ach, hier ist ja ein Baumstamm. Ha! Oder zumindest eine Brücke. Ja, irgendwas ist hier. Boah, ist das eine geile Musikuntermalung. Ich glaube, ich kann da hoch. Ja, denke auch. Ach, die meinen nicht mich. Ah, seht ihr, das ist derselbe Sendemast, nenne ich ihn mal, wie vorhin. Nur der hier steht noch. Und das ist ja mal eine sehr seltsame... Ah! Was geht denn jetzt ab? Ist die weg? Plötzlich Slenderman, ey. Jetzt wird auf beiden geredet. Oh, danke. Jemand schreibt im Chat, er hat sich wegen mir Sayonara Wild Hearts geholt und es hätte sich voll gelohnt für einen Zehner. Sag ich auch, es lohnt sich voll. Ich habe das auch zu Hause noch weitergespielt und habe einfach alle Level einmal gespielt, weil es so geil ist. Es ist ein sehr schönes Spiel, aber halt auch kurz. I mean, you change the Google Fall, but on the other hand, call Sam to fall the entire time. It's a game. Ich finde es auch sehr interessant, wie sich dieser Stil, der früher als hässlich gesehen worden wäre und dann, als es irgendwann hübscher ging, auch noch als hässlich gesehen worden wäre, dass der mittlerweile, weil wir eben so viel Erfahrung haben mit Retro-Spielen, wir alle,
dass das so ein Style geworden ist, der einfach akzeptiert wird. Den Leute, wo Leute wirklich auch die Schönheit in so einer Pixeloptik finden. Das finde ich irgendwie schön. Ich hätte nicht gedacht, damals, als PlayStation 1 Spiele langsam alt wurden und hässlich, dass wir irgendwann wieder zurückkommen und genau diesen Grafikstil, sage ich mal, feiern. Aber es hat einfach eine eigene Ästhetik. Das muss man schon dem Ganzen lassen. Und gerade wenn man, ne, wenn man den Kühlschrank hat voller geiler Sachen, dann kann man auch mal einfach nur Brot essen. Weil man weiß ja, man hat Besseres oder so. Keine Ahnung, die Analogie ist noch nicht perfekt, aber ihr versteht schon. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich hier manchmal hingucken muss oder umschalten muss, um irgendwas zu triggern. Jemand sagt schön, das alte hässlich ist das neue schön. Sehr gut gesagt, Krautzere. Und merkt ihr, jetzt hört man auch bald, ich entferne mich immer mehr von der Zivilisation. Ist ganz schön dunkel auch. So. Ohne Schulterblick einfach nach links fahren. So fahre ich am liebsten schön auf dem Mittelkreuz hier, schön der Mittelweg. Da weiß man wenigstens, dass man in beide Richtungen ausweichen kann. Oh. Ja, das sind diese langatmigen Fahrten irgendwo hin und dann wieder zurück. Die können einen ganz schön zermürben. Nehmen wir mal chinesisches Essen mit. Da bist du da wieder. I just like the makeup. Twine. Was ist nochmal Twine? Sind es diese leckeren Würmer? Also diese, die sind keine Würmer, eher Süßigkeiten, ne? Diese langen Fäden. Aber ist Twine? Ist das nicht sowas wie so ein Wollball? Nee, das heißt ja Wool. Ja, ich weiß es nicht. I'm not interested in giant balls of twine. Giant balls of twine. Alter Song. Ich nehme ihn. Ah, Schnur. Danke, liebe Regie. Schnur, ja. Aber die Süßigkeit, die ich meine, die ist auch Schnur. Also die war auch nur so eine Zuckerschnur. It just showed up. It's so old, butter again. Okay, ein riesiger Ball Schnur. Ja, noch nicht. It's not 100% twine. Da ist doch sicherlich was drin in der Mitte. It's a cold packer. Was sind denn Milchaccessoires? Okay. Ich will aber gar keine. Ah nein, ich hab nochmal gefragt. Hm.
Wie immer, ne? Ein spukender Karneval. Hä, was, Freund? You call this turning in. It's so old, buttering it. Well, I need your own home. What? Okay, es geht um die Tapes. Nein, nein, du haust jetzt nicht ab, sonst schieß ich. Okay, der kann nicht abhauen. Ich kann aber auch nicht abhauen. Ich kann nicht zurück. Nur nach vorne. Was für Tapes? Steht da was? Nein, kann man nicht lesen. Ich will den nicht erschießen. Ich kenne den doch gar nicht. Wer ist das denn? Ich gehe wieder weg. Ach, das ist der, ja, von vorhin, ja. Nee? Ich muss ihn erschießen, ne? Na gut. Tut mir leid, Freund. Oh, das ist sehr interessant. Das sind doch alles irgendwelche Zeichen. Das ist doch genau der Sendeturm, den ich schon gesehen habe. Es geht bestimmt um Aliens. Alter, ist ihm der Kopf aufgegangen? Da fehlt ja was. Da fehlt ja richtig viel. Ob man mich dafür belangen kann? Okay, ich nehme sie alle. Oder nur eins. Ich nehme nur das hier. Wo ist meine Waffe? I'm walking. Jetzt bin ich gespannt, denn jetzt habe ich eine Pistole. Und jetzt weiß ich, wo das Alien ist. Oder was auch immer das ist, der Schatten. Jetzt gehe ich da mal hin. Das Spiel spielt ganz gut mit den jeweiligen... Ah, danke für die Abkürzung. Mit den jeweiligen Erwartungen. Und natürlich werden diese Filmrisse sehr gut eingesetzt, um Spannung zu erzeugen, ja. Und die Story ein wenig verwirrender zu machen, als sie ohnehin schon ist. Aber ich glaube, das Wichtigste hier ist wirklich die Musik. Rocket Beats. Das ist halt irgendwie sehr verstörend. Das lebt ja sogar noch. Ja, seht ihr denn oben der Kringel? Und dann das hier, die ganzen Symbole. Ach, da ist meine... Well,
A girl. Did he meet? Nee. Now? You can help mom. That's good. Get your name. I'll wait for one hour and let me be. I'll walk with you. Now? 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 Das ist doch nicht das Spiel, oder? Was ist jetzt wirklich? Ich glaube euch nicht. Ich glaube euch nicht. Also so wie ich es verstanden habe, läuft das Spiel je nach Entscheidungen anders. Und dann habe ich wohl irgendwie halt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich hätte vielleicht die Freundin in meiner Wohnung mal die Bänder vielleicht angucken lassen sollen oder so. Aber ich habe auch keine Ahnung, was sollen diese Bänder? Was sollen diese Bänder? Also auf jeden Fall interessant, ein sehr interessantes Spiel. Ich kann jetzt überhaupt noch nichts dazu sagen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass es noch eine Weile weitergeht. Jetzt kommen schon die ersten. Simon hat es leider nicht verstanden. Ja, was soll man denn hier jetzt verstehen, Alter? Klar, wenn du es 5-6 Mal spielst, dann hast du sicherlich genug Informationen, um dieses Puzzlestück zusammenzusetzen. Aber aktuell habe ich eigentlich nichts, außer dass ich nehme an, ich könnte mir vorstellen, dass das, was da hängt, dass ich das bin. Weil ich wurde ja auch von ihm gegrapscht. Weiß ich nicht. Ach, jetzt bin ich ja doch wieder hier, oder was? Nee, das ist einfach das Ende, ne? Also. Durchaus interessant. Und viele sagen auch, es geht länger, wenn man andere Entscheidungen trifft und man versteht am Ende dann auch mehr, wenn man es länger gespielt hat. Ich nehme an, das hier sind wahrscheinlich all die möglichen Enden. Genau das, oh, ein paar der Enden, ein paar der Dinge, ein paar der Errungenschaften, die ich bekommen kann. Da sieht man vielleicht jetzt auch ganz gut, welche mir noch fehlen. Ja, also, viel verstanden habe ich tatsächlich nicht. Wir fahren rum, wir suchen rum, wir finden irgendwas über Aliens, potenzielle Aliens raus. Aliens sage ich jetzt auch nur, weil der eine Bar, der eine an der Tanke das erwähnt hat. Könnte natürlich auch sein, dass er eigentlich das Alien ist. Dann gab es noch den Stromausfall. Und was hat das mit den Videobändern zu tun? Die Videobänder, sind die vielleicht hiervon, ne, von den Kameras, stimmt, das würde eigentlich passen, ne, dass die Videobänder hier von diesen Kameras sind, weil die Kameras sind die einzigen Kameras, an die ich mich erinnern kann, glaube ich. Und die anderen, ja, aber warum dann so viele Videobänder und was ist dann der Gang am Anfang? Naja, gut. Viele von euch sagen, es ist eine Erfahrung ohne Ziel. Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Man soll das Spiel gar nicht richtig verstehen. Wenn ihr Ideen habt, was das hier für ein Spiel sein könnte, dann dürft ihr es euch natürlich gerne sowohl selbst kaufen. Ihr habt aber jetzt schon viel davon gesehen. Also man kann es natürlich noch weiterspielen, aber das ist das Spiel. Guckt es euch aber gerne mal an. Paratopic ist der Name. Ich finde, dass es ein Spiel ist, was man sich angucken kann. Wie gesagt, ich empfehle euch auf derselben Autobahn fährt auch 30 Flights of Loving. Die machen es aber ein bisschen anders. Observer könnt ihr euch auch noch angucken. Das hatte ich vor Ewigkeiten mal bei After Dark. Also es gibt schon ein paar Spiele, die auch in die Richtung gehen. Ich finde sie eigentlich alle gut interessant, aber sie sind eben auch nicht immer so sofort zu verstehen. Zumindest nicht für mich. Ja, wenn ihr
Ideen habt oder mehr Wissen zu diesem Spiel, dann könnt ihr es gerne in den Comments-Bereich schreiben, wenn das Ganze hier als VOD rauskommt. Also wenn ihr es guckt, dann jetzt ist es wahrscheinlich da. Und dann müsst ihr einfach nur drunter schreiben, dieses Spiel ist so einfach zu erklären. Ein Kind könnte es zusammenfassen. Also, ich habe mal kurz meinen 5-jährigen Sohn gefragt, nachdem er das Spiel 10 Minuten gespielt hat. Und er hat mir sofort eine 25-seitige Erklärung abgeliefert, worum es hier geht, inklusive aller Metadimensionen, der Handlung, verschiedener Stränge und der unterschiedlichen intellektuellen Ebenen, zu denen du vermutlich nicht in der Lage warst, sie zu verstehen. Und da freue ich mich drauf und lösche das. In diesem Sinne höre ich jetzt auf und euch wünsche ich einen schönen Tag noch. Und wir sehen uns heute Abend wieder bei Chatduell. Heute wirklich großer Montag. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Best of Beans Februar. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, heute Abend wieder. Tschüss und freut euch auf nächsten Montag.